So, hallo, willkommen beim ersten Event auf der GPN. Wir stellen hier jetzt einfach kurz vor, was es für Dinge gibt. Die meisten davon laufen die ganze Zeit über. Das heißt, man kann sich auch einfach an die Menschen wenden, die jetzt hier gleich auf der Bühne stehen, oder man kann sie einfach irgendwo suchen, wo sie rumlaufen. Und ja, der Sprawl fängt jetzt einfach mal an und erzählt, was er hier so macht. Ich fange einfach an, okay. Plöp, Test, gut. Ich muss jetzt hier mein total gutes Hightech-Zeug erstmal machen, nämlich das hier rüberschmeißen. Aber jetzt sehe ich nichts mehr und ihr seht alles. Ah, nö, ich brauche die Hände sowieso für nichts anderes. Das passt. Gut. Ja, hallo. Wir machen auf Wunsch von einigen Leuten mal wieder eine Runde PGP-Key-Signing. Warum habe ich hingeschrieben, das ist der erste gute Schritt zur Weltherrschaft? Das sollte also jeder eigentlich für sich selber wollen. Das läuft, also wir machen die gute Chaos-Variante, da gibt es mehrere Varianten von. Die gute Chaos-Variante ist, dass jeder im Grunde sich die Leute sucht die sich als ich will Keysignen ausweisen und dann das mit denen macht. Das läuft ganz einfach. Ich habe so schönes orangenes Pappzeug dabei, da schneidet man sich schönes aus. Ich habe hier so ein Herzchen-GPG und das packe ich mir irgendwo hin. Und wenn ihr jemanden findet, der sowas hat, dann könnt ihr da hingehen und könnt mit dem eine Runde Keysigning machen. Genau, wir machen auch. Habe ich es hingeschrieben? Wann? Ja, genau, die ganze GPN über. Plus, ich werde immer noch mal, wahrscheinlich morgen und vielleicht am Samstag noch mal irgendwie sagen, wir machen mal eine Stunde irgendwie Workshop-Raum, dann kann man sich geballt treffen, wenn man keine Lust hat, die ganze Zeit rumzurennen und Leute zu suchen. Genau. Genau, es gab ein bisschen Sprachverwirrung, es haben mich ein paar Leute gefragt. Also, PGP ist die Ur-Original-Software von Phil Zimmerman, die mit der man so schön Mails verschlüsseln kann und signieren kann. GNU-PG, GPG. Ist die freie Implementierung von Werner Koch und OpenPGP ist der Standard. So, jetzt sage ich noch ganz kurz was, wie sowas aussieht. Also so eine Key-Signing-Party ist im Grunde sowas wie Speed-Dating für Krypto-Nerds. Also Philipp Zimmermann, Herr Koch, beide leicht beschämt, treffen sich alle, ne? Und das läuft tatsächlich so ab, man trifft sich irgendwie und dann kommt so ein bisschen der Teil, den man vielleicht noch von früher aus dem Sandkasten kennt. Das ist so ein bisschen Doktorspielchen, also jeder, wenn du mir deins zeigst, zeige ich dir meins. Und dann guckt man sich das an, so ein bisschen, und wenn man das toll findet, dann passiert irgendwas Schönes. Hoffentlich. Es ist also, er weist sich ihm gegenüber aus und gibt ihm so einen Keyslip. Das sieht ihr jetzt überhaupt nicht, das sind so kleine Dinge. Da habt ihr auf Papier ausgedruckt eure PGP-Key-ID, den Fingerprint, wann ihr ihn erstellt habt und die Größe, glaube ich, genau. Und eure UID. Will ich doch hoffen, mit dir sign ich. So, das ist eigentlich relativ einfach. Der Rest von dem Teil, was man also danach noch macht, und oh, ich habe natürlich nichts ausgedruckt, weil ich habe das erst vor 2,5 Tagen angekündigt. Wir haben einen Drucker am Infodesk, der nimmt am liebsten Postscript-Files. Alles weiter steht da, oder ihr fragt jemanden, der Ahnung hat. Das ist möglicherweise ich. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, die dazu was sagen können. Ja, das wäre mein Teil. Vielen Dank, macht mit, super geil. Das will man doch immer haben. So, der nächste. Oder moderiere ich mal weiter, bis jetzt einer kommt irgendwie? Hier, Xeno, komm her. Der hat keine Folien, das ist am einfachsten. Go. Hallo, auch nur relativ kurz. Also ich mache die Arduino-Selbsthilfegruppe. Das ist vorne ungefähr bei der Bar in der einer der ersten Tischreihen. Da sieht man irgendwo vielleicht was blinken oder Leute, die irgendwie auf so kleine Geräte gucken. Das kennen die meisten Leute wahrscheinlich. Das ist ein kleiner Mikrocontroller, den kann man irgendwie mit USB an Rechner anschließen, kleine Programme in einer simplen Sprache, in Processing schreiben und dann Sachen blinken lassen, Servomotoren sich drehen lassen oder weiß der Geier. Also guckt gerne vorbei, wenn noch Leute irgendwie Arduinos haben oder irgendwie noch das mitbetreuen wollen oder weiß der Geier Ideen haben, einfach da vorne hinkommen und das ist so auch die ganze Zeit mehr, mal weniger. Also ja. Ja, auf jeden Fall machen wir euch. Ja, hallo, ihr habt ja vielleicht vorhin, vielleicht sind ja schon einige deswegen hier, weil sie das an dem Info-Beamer gesehen haben, dass der Vortrag jetzt hier gerade stattfindet. Die ganze Software ist von mir, ich bin dieses Jahr für das ganze Info-Team irgendwie zuständig. Und diese Software ist also mit Lua und man kann das auch selber programmieren. Da gibt es jetzt auch dann gleich nochmal um 20.30 Uhr einen richtigen Vortrag drüber. Ich wollte es nur ankündigen, also da kann man selber Content auch für erstellen. Ich werde es nachher nochmal genau machen und dann kann man während der ganzen Veranstaltung einfach da irgendwo vielleicht mithacken oder eigene Ideen irgendwie visualisieren.
Genau, das ist im Prinzip schon alles und man sieht sich dann, die Interessenten treffen sich dann einfach um 20.30 Uhr bei meinem Vortrag. Danke. So. Kann ich das? Wo ist denn das? Ich muss jetzt mal meine Maus finden. Ja, genau. Ja. Ja, super. Flö. Nein? Nein. Nicht? Okay, also ich habe trotzdem rausgefunden, worum es geht. Location-Based Games, Spiele im Stadtraum. Ich möchte euch morgen um 11.15 Uhr das Thema einfach mal vorstellen. Ich habe einen Vortrag, dauert ungefähr 45 Minuten. Geht vor allem darum, was für verschiedene Arten von Location-Based Games es gibt. Anschließend würde ich die Leute, die Lust haben, entweder einladen, einen Workshop zu machen, dass wir gemeinsam Location-Based Games entwickeln. Also zuerst mal vom Game Design her uns überlegen, wie kann so ein Spiel aussehen. Quasi die Spiele auf Papier erstmal prototypen und anschließend, wer Lust hat, würde ich auch anbieten, zu helfen, diese Spiele zu programmieren. Dazu gibt es verschiedene Entwicklungsumgebungen und also ich kann helfen bei Android und bei PhoneGap. Und wer ansonsten an dem Thema Interesse hat, Spiele im Stadtraum, Street Games, Location-Based Games, kann mich auch einfach ansprechen. Ich bin die ganze Zeit da und will mit euch ein bisschen hier die Umgebung bespielen. Dankeschön. Nee, andere Richtung. Genau, stopp. So. Hallo, ich bin die Lubna und wir sind mit den Lockpickern wieder da. Also unser Tisch ist relativ weit drüben in der Richtung, haben so einen gelben Wimpel. Also wer Lockpicken kennenlernen möchte, das gewaltfreie Entsperren eines Schlosses ohne den Schlüssel zu benutzen, der kann zu uns an den Tisch kommen. Ich erzähle die Theorie so eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde etwa im Anschluss, 19.30 Uhr. Und morgen nach dem Vortrag, den ich nicht weiß, wie er heißt, etwa um 12.30 Uhr rum im Workshop-Raum bin ich, glaube ich. Ja. Ich finde mich da wieder. 12.30 Uhr steht da. Ja, im Nil. Ja, kommt einfach vorbei. Wenn jemand am Tisch sitzt mit Schlössern, dann dürft ihr picken kommen. Wunderbar. Möchtest du eigenes Dings haben? Dann bedien dich. Da gibt es auch ein DVI, wenn du willst. So, ich marginalisiere mich mal hier. Oh, ich will die Scheiße. Pfui. Hier, ich lasse euch mal im Schicksal hauen. Genau. Sag mal was schon mal, dass ich hier. Ja, ich erzähle einfach mal, was wir vorhaben. Und zwar machen wir den Häkel-Workshop. Und wir werden morgen ab wahrscheinlich so ungefähr 16 Uhr. Kann jemand Ubuntu? Also hier noch den VGA anstellen, genau. Also morgen ab 16 Uhr werdet ihr uns in der Lounge finden. So ein paar Leute, die da angefangen haben zu häkeln oder auch zu stricken. Wir haben uns allerdings jetzt so ein paar Projekte überlegt, die halt Häkelprojekte sind, weil Stricken ein bisschen aufwendiger zu lernen ist, Häkeln relativ einfach. Und da warte ich jetzt eigentlich drauf, dass wir die Bilder haben, weil dann kann man das erkennen. Gerade nicht da, glaube ich. Genau. Dann schieben wir gleich die Bilder noch nach, sobald es irgendwie hier übertragen ist, weil wir haben das noch auf dem USB-Stick. So. Genau. Dann wisst ihr auch, was wir häkeln wollen. Sehr gut, dann nehmen wir das. Ja, genau. Wir tauschen mal. Ich muss dem Neingast aber mal sein Dödelzeug wiedergeben. Und das ist auch von euch, ne? Das ist voll extrem professionell, wie wir das hier machen. Ich erzähle nochmal einen Schwank aus meiner Jugend, sonst wird das nichts. Ah, ne, ich muss nicht. Sehr gut. So. Igitt. So, ja. Wie letztes Jahr auch, wollen wir dieses Jahr wieder einen Game Jam machen. Und vorneweg, alles, was ich jetzt sage und ein bisschen mehr, steht noch im Wiki. Also, da könnt ihr euch nachher nochmal das angucken. Was ist das, für die, die es nicht wissen? Ihr programmiert in 48 Stunden ein Spiel. Ja, und wir fangen um 21.30 Uhr an heute. Und das heißt, ihr könnt bis Samstag um 21.30 Uhr ein Spiel programmieren. Wenn ihr es
wenn ihr wollt. Die Regeln, es gibt 5 Regeln. Ihr arbeitet alleine oder im Team, wobei das Team nicht größer sein soll als 23 Personen. Es gibt ein Thema und ihr sollt euch irgendwie an das Thema halten. Die Art und Weise, wie ihr euch ans Thema haltet, ist aber euch überlassen. Wie gesagt, ihr habt 48 Stunden Zeit. In den 48 Stunden muss das komplette Spiel entstehen, wobei ihr auch Content benutzen dürft, von dem ihr die Rechte habt. Also ihr dürft Grafiken von OpenGamer zum Beispiel benutzen und irgendwelche Soundloops und so Zeug. Außerdem dürft ihr Libraries und Code, der bereits existiert, den dürft ihr auch benutzen, wie gesagt, sofern ihr die Rechte davon habt. Und außerdem am Schluss muss der Source Code veröffentlicht werden in irgendeiner Form. Also wir müssen sehen, dass ihr das gemacht habt. Wenn ihr dann die Abgabe geschafft habt oder wenn ihr 48 Stunden fertig seid, dann ladet ihr das ganze Ding ins Wiki hoch. Da ist auch ein Template auf der Wiki-Seite. Und es gibt eine Präsentation, wo ihr das Ganze nochmal vorstellt. So, damit das nicht ganz irgendwie in Flammen aufgeht bei euch, noch ein paar Tipps. Versucht, das Spiel möglichst klein zu halten. Also ihr habt am Anfang eine Idee und von dieser Idee schmeißt ihr erstmal die Hälfte weg. Und dann nehmt ihr die Hälfte und schmeißt 2 Drittel weg und von dem Drittel, was noch übrig bleibt, schafft ihr ungefähr die Hälfte. So, das ist so die Guideline. Versucht irgendwie einen Plan zu haben, was ihr macht, das ist immer sehr hilfreich. Und versucht nicht eine komplette Game Engine zu schreiben, das schafft ihr sowieso nicht. Also das wären zum Beispiel 2 Drittel von dem, was ihr wegschmeißen sollt. Außerdem, was oft übersehen wird, ist, dass so ein Spiel mit Sound und Musik viel, viel besser wirkt. Stehen im Wiki auch noch 2 Links, wo man das irgendwie online generieren kann. Also müsst ihr nicht mehr selber das können, das machen Tools für euch. Ganz wichtig, versucht im Team zu arbeiten, das macht die Sache leichter. Versucht aber auch, das Team nicht zu groß zu machen. Also so optimal hat sich herausgestellt, sind meistens so 3-4 Leute. Oder ihr seid Hardcore und macht es alleine, das geht auch. Themenfindung steht auch im Wiki, bei so einem Google Docs-Ding hochladen. Themenvorschläge machen könnt ihr noch bis 21.30 Uhr und dann wählen wir eins zufällig davon aus. Aber so ein paar Ideen, was für Themen es bereits gibt. Das erste ist Stress. Dann Rekursion. Occupy irgendwas. Robo-Entertainment. Supercats. Bier, überall Bier. Absurdistan. Und das letzte, Lead Hexo Exploits. Also die Liste könnt ihr euch angucken und euch inspirieren lassen. Wäre cool, wenn ihr noch ein paar Vorschläge macht. Das war's. Also um 21.30 machen wir dann vorne nochmal eine Durchsage, welches Thema es geworden ist und geben den offiziellen Startschuss noch. Ja, also wir waren beim Häkeln. Das eine Thema, das wir haben, wo wir auch ein wunderschönes Paper dazu haben, das sind mathematisch korrekte hyperbolische Figuren oder auch Korallen, die man stricken kann. Da haben wir auch eine Mathematikerin aus Bochum eingeladen, die uns das erklären wird. Sieht jetzt irgendwie schwieriger aus, als es ist. Also das Verstehen ist schon recht schwierig, aber das Häkeln ist relativ einfach. Sieht toll aus. Wenn man jetzt auf ein Bild verzichtet. Kann man irgendwie das Projekt wurde uns noch vorgeschlagen. Da haben wir jetzt, ich weiß nicht, haben wir da das Muster dazu und so? Haben wir auch, okay. Haben aber noch nicht selber probiert, also wir sind ja schon mitten in den Vorbereitungen natürlich. Geht ja morgen los. Das ist hier auch schon in den Vorbereitungen entstanden, also wenn man einfach so Topflappen will, man muss ja irgendwie so die Lötpfanne anfassen können und so weiter, dann hat man auch hier diese Pixelmuster, die man in Wolle machen kann. Und genau, und dann gibt es noch diese wunderschönen Katamari, die kennt ihr vielleicht aus irgendwelchen Videospielen. Ist nicht so magnetische Datenträger geeignet, aber für alles andere magnetische. Das sind praktisch so kleine, lustige Figuren, mit denen man magnetische Dinge oder ja, irgendwie an
docken kann, die man hier sieht. Ganz gut für so die Hackerwohnung, die dann aufgeräumt wird, wenn man das durch die Gegend rollt. Okay, also morgen ab 16 Uhr auf jeden Fall, vielleicht auch vorher schon, je nachdem, wenn ihr da hinten in der Lounge irgendwie Leute seht. Genau, und sonst, also manche von uns kochen zum Beispiel gerade das Gulasch, deswegen ist es nicht ganz rund um die Uhr. Ja. Gut. Tee. Der Bubble-Tee gibt es ja noch. Genau, ich würde gerne einen Sandkasten bauen. Und zwar keine Sandbox, sondern einen richtigen Sandkasten, mit dem man auch schön spielen kann. Das ist so die Vorlage. Da ist wirklich ganz normaler Sand. Oben drüber hängt eine 3D-Kamera, in unserem Fall die Kinect und ein Projektor. Und in dem einfachen Fall wird jetzt hier noch ein paar Höhenlinien angezeigt und ein bisschen Sand animiert. Und... Nächste Folie. Wow. Genau, die Idee ist, wir bauen den ultimativen Sandkasten. Mit der Kinect bekomme ich die Form vom Sand raus und mit dem Beamer kann ich dann irgendwelche tollen Sachen auf dem Sand projizieren. Das Ganze soll natürlich Open Source werden. Und genau, das nochmal kurz der Aufbau, so stelle ich mir das vor. Da es hier leider gerade keinen Sandkasten gibt, wird er morgen früh auch erst gebaut. Das heißt, sucht man einen Trollchauffeur. Und dann geht es zu Hornbach und dann wird erstmal das ganze Zeug gekauft und gebaut. Nächste Folie. Wow. Genau, analoge Sandkästen sind irgendwie langweilig und ich glaube, dass so ein interaktiver Sandkasten sehr lustig wäre, wenn ich dran denke, zum Beispiel irgendwie so Tabletop-Spiele. Wären viel lustiger, wenn ich mir meine eigene Umgebung machen könnte, wenn da noch virtuelle Einheiten durch die Gegend laufen würden. Genau, das sind so die interessanten Sachen, mit denen ich auseinandersetze. So, wo ist eigentlich der Kinect, wo ist der Beamer? Welche Sachen sind auf dem Sand und wie kann ich da irgendwie sauber was drauf projizieren. Im Endeffekt kann man daraus auch ein Touchscreen bauen. Das heißt, wenn man einen Projektor und eine Kinect hat, kann man jede beliebige Oberfläche zu einem Touchscreen umbauen. Das könnte ich hier so nur als Nebenprojekt aufbauen. Genau, und das ist hier so meine ersten Tage, die ich an meiner Masterarbeit arbeite. Genau, das ist der aktuelle Stand. Das links ist ein kleiner, freundlicher Roboter. Rechts ist meine Hand. Da war einfach nur die Idee, ich nehme einfach nur mal das als Beispiel, was aktuell schon steht. Und zwar sieht man einfach nur, je weiter oder ein Punkt von der Tafel, die man jetzt nicht so gut sieht, entfernt ist, desto röter wird er angeleuchtet. Das heißt, ein paar Sachen stehen auf jeden Fall schon. Das heißt, Höhenlinien will ich hier auf jeden Fall hinbekommen. Genau. Nächste Folie. Genau, so ein paar Themen kann man mal durchlesen, was irgendwie interessant ist. Vielleicht gibt es Leute, die sich hier mit Windows auskennen. Ist nicht so ganz so alternative Betriebssysteme. Da kenne ich mich nicht so gut aus. Also Sachen, wie kann ich jetzt lustige Sachen drauf projizieren, wie kann ich Gesten hinbekommen, vielleicht ein bisschen rumspielen. Das Thema ist jetzt eigentlich schon ziemlich fest, aber man kann natürlich noch andere Sachen machen. Irgendwie, wir bauen jetzt irgendwie noch ein Touchscreen irgendwo hin. Zum Beispiel könnte man auch diese Beamer-Info-Wände dann als Touchscreen irgendwie interaktiv gestalten, keine Ahnung. Genau, letzte Folie, dann bin ich auch gleich wieder weg. Wer wird gesucht? Alle Leute, die irgendwie Spaß dran haben, einen Sandkasten zu bauen oder mit einem Sandkasten zu spielen, mit Kinect, mit Beamer oder auch ohne. Sachen, mit denen ich noch nicht so viel Erfahrung habe, die aber für das Projekt ganz interessant wären, wäre OpenGL, Open Frameworks, Windows, alles so, wie bekomme ich mein Zeug in eine Form, die möglichst viele Leute benutzen und nicht nur Leute, die es irgendwie zusammenhacken können. Leute, die sich mit Wassersimulationen auseinandersetzen, wären ganz interessant oder Leute, die Regeln für Tabletop-Spiele kennen und irgendwie wissen, wie man das irgendwie gescheit umsetzen kann. Und ich glaube, das war es jetzt schon. Oder ich habe noch einen Zeitplan, genau. Einmal mal kurz nachher irgendwie treffen, ein paar Ideen sammeln, was gibt's, was muss man sich installieren, das sind nämlich ein paar Gigabyte an Sachen. Morgen Vormittag geht es dann in den Baumarkt, dann bastle ich das Ganze und danach rund um die Uhr wird dran rumgebastelt, bis irgendwas Tolles da ist. Aber ich glaube, das wäre jetzt wirklich die letzte. Wunderbar. Ah, du willst umbauen? Bedien dich. Alles klar. Das ist Linux, das geht bestimmt sofort. Würde ich sagen.
Bam, großartig. Schnell auf OK. 11, 10, jawohl. Ah, herrlich, das würde ich gerade so lassen. Ja, genau. Okay, ja, ich bin Watz von Leute Nerd und ja, ich vertrete gerade Urs, der ist noch mit der Abgabe seiner Doktorarbeit beschäftigt, kommt aber morgen nach. Und da das total improvisiert ist, nehme ich auch die Folien von ihm von letztem Jahr. ja, wir waren letztes Jahr schon mal da, das heißt, wer das VPN schon kennt, dem brauche ich nichts Neues erzählen. Wer es noch nicht kennt, hier eine Kurzeinführung. Also unser Tisch ist da draußen und wir bauen danach noch eine Beamer-Leinwand auf, wo man dann den Live-Status von dem Spiel sehen kann. Und ja, VPN steht für Weltraumprogrammiernacht. Ja, und worum es geht? Es geht um Weltraum und um Explosion und Boom und Bang Bang, was immer. Toll. Okay, so, und wir haben einen unfertigen Code, das heißt, es wird noch Bugs geben. Das hat sich noch nicht geändert, ne? Okay. Das stimmt nicht, weil das sind die Folien von letztem Jahr. Also vor 2 Jahren gab es irgendwie nichts. Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen ein eigenes Spiel und das VPN und was. Ach, ich springe einfach drüber. Genau, Story. Der Weltraum. Unendliche Weiten und ihr seid mittendrin. Ne? Aber wie jetzt mittendrin und überhaupt und wie jetzt? Ihr habt ein Schiff. Sieht so ungefähr so aus, kann aber auch anders aussehen. Und es hat Slots. In dem Fall halt so 6 Slots, das seht ihr hier. Und in diese Slots könnt ihr, ihr seht auch, also euer Schiff kann nicht mit einem anderen Schiff kommunizieren. Ich hätte mir die Folien vorher ansehen sollen. Und das ist ein bisschen doof, das heißt, ihr müsst effektiv dieses Schiff programmieren und ihr könnt es nur einmal programmieren, weil danach ist die Kommunikation mit dem Schiff weg. Das heißt, es muss vollkommen autonom sein und das tun, was ihr macht. Und wenn ihr das halt falsch tut, dann explodiert es. Dann ist es weg. Und ihr könnt so ein Schiff nehmen und zum Beispiel an eurer Hauptheimatbasis, die ihr auf eurem Planeten habt, der wird irgendwie ausgewürfelt, irgendwo im Weltraum, da andocken und dann könnt ihr da von eurer Basis Sachen in das Schiff laden. Und dann kann das Schiff abhauen. Und du bleibst aber auf der Heimbasis. Also ihr bleibt hier und die Schiffe fliegen weg. So, und dann tun die irgendwas und ihr seht aber auf dem Beamer, was sie tun. So, und wie funktioniert das? Es ist in C geschrieben. Jeder kriegt so eine kleine Lua-VM, wo euer Code drin läuft. Und wir haben dann auch so eine Art Debug-Konsole, wo ihr dann irgendwie so print, scheiße, ich bin gerade gegen den Planeten geflogen. Oder sowas als Debug bekommt. Und ansonsten, diese Raumschiffe, die sind halt autark, ihr müsst halt selber gucken, wie die fliegen und was die machen. So, Demonstration zeige ich nicht. Dazu gibt es entsprechende Beispiele schon bei uns auf der Webseite, die zeige ich am Ende. Und es gibt halt eben so unterschiedliche Typen auch von Raumschiffen, die haben unterschiedlich viele Slots. Und was kann man in so Slots alles reinstecken? Ah ja, genau, es gibt auch irgendwo Rassen und noch mehr größere Schiffe und überhaupt. Und was man so reinstecken kann, also das ist ein leerer Slot, dann habt ihr Metall, einen Laser und einen Antrieb. Das heißt, ihr könnt auch irgendwie euer Schiff bewaffnen. Dumm ist es natürlich dann nur, wenn man dann einen Antrieb vergisst, weil dann fliegt das nicht so weg. Und mit dem Laser könnt ihr dann auch irgendwie rumballern und andere Schiffe angreifen. Und es gibt auch noch Metall. Metall kann man auf dem Planeten ernten und wenn man dann genügend, oder harvesten oder was auch immer. Und wenn man da genügend Metall zusammen hat, dann kann man dann irgendwie eins von den anderen Sachen bauen und dann auf das Schiff transferieren. Genau. Wie geht's? Ihr macht einfach ein Socket, Telnet oder was auch immer, Netcat bei uns auf den Server und dann bekommt ihr so eine Interactive Shell. Und da könnt ihr dann einfach euren Code rein copy und pasten und das war's und ihr bekommt auch einen Debug. Und ja. Es gibt dazu die Basic Examples, gibt es bei uns auf der Webseite, damit man nicht gleich mit Null anfängt. Lua ist eigentlich da in der Hinsicht ziemlich praktisch, das hat man relativ schnell gelernt. Also letztes Jahr war das ready fix und dann ging es da echt gut ab. Und ja, es ist eventbasiert und ihr bekommt halt, wie schon gesagt, solche Events, ich wurde angegriffen, ich explodiere jetzt, die Hülle bricht und alle sterben. Allem drum und dran, das bekommt ihr und dann seht ihr halt bei uns auf dem Beamer noch, was es so gibt. So. Hier ist so mal ein Beispiel für einen Code, wie das aussehen könnte. Was macht das überhaupt? Ach genau, ja, du setzt einen Autopiloten und dann fliegt das irgendwo hin den Planeten und dann dockt es dort und dann sagt es, ja, ich bin da. Cool.
Und dann geht es so weiter. Dann kann mir zum Beispiel Minen auf dem Hauptplaneten und dann sagt man, okay, bis ich halt irgendwie 6 Eisen erreicht habe, dann soll da halt irgendwie da Minen und dann soll er zum Beispiel ein Schiff bauen. Genau. Mal genau, es gibt auch noch Asteroiden. Die Asteroiden, da kann man sich auch andocken und da dann das Metall davon abernten. Und mit mehr Schiffchen und mehr Planeten macht alles viel hübscher und irgendwann mal habt ihr da Domination, hoffentlich mal. Und natürlich die anderen versuchen das natürlich auch, deswegen wird das ganz lustig. Und dann kommt dann irgendwann mal, haben wir uns gedacht, boah, wenn das Spiel weit genug ist und irgendwann hat gewonnen, dann gibt es einen Vibe. Na, da kommen dann die Aliens und machen alles platt. Genau, so, fast fertig, der Code ist immer noch fast fertig. fast fertig ist auch dieser Talk. Gibt es noch Fragen? Ansonsten, da draußen gleich hier auf der Seite ist unser Tisch, da hängt auch die Nerd-to-Nerd-Flagge, da findet ihr uns, da könnt ihr euch dann uns auch anquatschen, wenn irgendwas unklar ist und ihr was wissen wollt. Und zu Schluss, da sind die Folien. Genau, wpn.nerd2nerd.org ist die Adresse, da findet ihr auch einen Beispielcode und wie man sich connectet und so die ersten Schritte. Vielen Dank. So, hallo. Ich bin der Clemens oder Nervengift oder wie auch immer. Ich mache den Bubble Tea Workshop, also dieses komische Hipster-Zeug da, was alle momentan so mögen. Wir werden versuchen, das Zeug selber zu machen. Also ich habe das Chemiezeug dafür dabei, das ist nicht so sonderlich kompliziert. Ich werde das erklären und dann können wir das entweder so einfach selber machen oder auch mit dem Zeug einfach nur rumspielen. Also man kann auch schön schwabbelige Gelees oder Gedärme oder wie auch immer aus dem Zeug bauen. Das Ganze ist Freitag und Samstag um 17.30 Uhr und 19 Uhr oben im Workshop-Raum. Und ja, vorbeikommen wird bestimmt ein lustiges Gematsche und vielleicht kommt sogar was raus. Für die ganz am besten kreativ sein, sonst wird es langweilig. Guten Abend, ich bin der FSKR und wir spielen heute Abend als Nachtprogramm im Raum Nil im großen Saal Nomic. Nomic ist ein Spiel, da fängt man mit einem Ausgangsregelsatz an, der auch relativ langweilig erstmal ist. Es geht darum, durch Würfeln 100 Punkte zu erreichen und weil das so langweilig ist, darf man die Regeln auch ändern. Und der gesamte Inhalt des Spiels besteht aus Regeländerungen und es gewinnt, wer zuerst anhand der neuen Regeln gewinnt oder ein Paradox in den Regeln feststellt. Haben wir auf dem Camp getestet, funktioniert sehr gut. Was nicht funktioniert, sind die klassischen Papierkärtchen, die man da verwendet. Wir verwenden Etherpad, also bitte Notebooks mitbringen. Und ja, wir sehen uns hoffentlich Mitternacht im großen Seminarraum im Raum Nil. Bis nachher. Wer wollte noch was? Ich glaube, Nikola wollte noch was. Hallo, und zwar kam gerade eine E-Mail rein, dass eine Künstlerin, die uns aus Berlin besucht, irgendwie im Stau gestanden ist und sich dann verfahren haben. Deswegen soll ich jetzt mal vertreten und was sagen. Und zwar geht es um die Maylin Kronemann, die Ihnen einen Workshop anbieten will und einen Vortrag dazu zu Urban Hacking, Hacking in the Public Space. Und sie hat schon ein paar solche coole Aktionen gemacht. Also sie ist halt Künstlerin und sie geht halt dann durch die Stadt und überlegt sich, ja, was kann man denn Cooles machen? Mal mit mehr, mal mit weniger. Und da fallen halt so Themen rein wie Guerilla Knitting, dass man einfach irgendwelche Bauten halt anfängt zu behäkeln. Oder Lead Throwies halt irgendwie an lustige Stellen werfen, sodass sich jeder wundert, warum blinkt es denn da überhaupt? Was sie jetzt auch vor kurzem gemacht hat, was ich auch sehr lustig fand, war bei diesen ganzen Liebesschlösser halt, die mit Lockpickern hingehen, die aufmachen und dann daraus tolle Skulpturen aus Schlössern machen, die Liebe noch viel größer machen oder wie auch immer sich das die Leute vorstellen. Also das Ganze soll sein, ich spicke mal ein bisschen, am Samstag um 16 Uhr will sie erstmal ein bisschen einen Vortrag halten, so was das ihre Meinung ist. Wenn das Wetter mithält, was der Wettervorhersage nach auch so sein wird, kann man dann auch tatsächlich, hat sie angeplant, 1,5 Stunden mal in die Stadt zu gehen, sich ein paar Gedanken zu machen und was Lustiges auch einfallen lassen, eventuell selber tatsächlich schon gleich mal anpacken und was Tolles machen, Kunst kreieren, mitten in der Stadt.
Und danach halt würde sie sich gerne mit den Teilnehmern auch nochmal hinsetzen und nochmal generell eine Diskussion machen über was genau Hacking ist und wie man tatsächlich den Urban Space hacken kann. Ich hoffe auf rege Beteiligung. So, haben wir noch jemanden vergessen? Ich habe gerade den Überblick. Jo, hallöchen. Bin Geshi Maintainer, das ist ein Syntax-Highlighter, der unter anderem auch in der Wikipedia mit eingesetzt wird. Und da ich lange nicht dazu gekommen bin, da irgendwas zu machen, habe ich mir gedacht, na, mache ich hier einfach auf der GPN mal ein bisschen was. Und zwar sind sehr viele Language-Files, die zum Highlighten notwendig sind, sind ein bisschen outdated. Und da ich selber nicht allzu viele Programmiersprachen kann, hoffe ich doch, dass dann auch mehr andere hier relativ gut mithelfen können. Einfach mich in der Mitte vom Hackcenter dort mit aufsuchen und dann können wir mich dort mit unterstützen. Da kann ich auch dann eine Einführung geben, falls jemand Geshi noch nicht kennt. Das ist eigentlich relativ einfach, dort auch reinzukommen. Okay, hat noch jemand spontan was? Irgendwelche Aktivitäten? Okay, sind ja auch ganz schön viele. Ja, dann wünsche ich euch viel Spaß auf der GPN.